Sie haben mich gerufen? Wird in Ihrem Glauben die Beichte praktiziert? Ja, mitunter. Wieso? Ich habe etwas zu beichten. Ich möchte Frieden mit den Nietzscheanern schließen. Aber im tiefsten Innern würde ich sie am liebsten umbringen. Seinetwegen, Geharris Raid. Er war der erste Offizier Ihres Schiffes. Er war mehr als das, mein Freund. Er sollte bei meiner Hochzeit mein Trauzeuge sein und hat mich verraten. Nur weil ich ihm vertraute, konnte die nietzscheanische Invasion an meinem Schiff vorbeikommen und das Commonwealth zerstören. Ich verlor meine Crew, meine Familie, meine Freunde und meine Frau. Ich verlor sogar das Zeitalter, in das ich gehörte. Mein Gott, ich verlor sogar die Zivilisation an sich. Und jetzt fragen Sie sich, ob es Sinn hat, den Nietzscheanern die Hand zu reichen. Sie sind genetisch verändert. Sie sind nun mal paranoid, selbstsüchtig und verräterisch. Habe ich nicht recht mit meinen Vorurteilen? Als Magog prädestinieren mich meine Gene, wahllos zu töten. Zu essen, was ich umbrachte. Meine Eier in die gelähmten Körper fühlender Wesen zu legen. Ich glaube, wenn Sie wirklich Vorurteile hätten, wäre ich nicht mehr am Leben. Ach, der Vergleich hinkt. Sie sind Verteilfer, das sind die friedlichsten Wesen, die es gibt. Es heißt doch, in jeder Spezies, egal wie grausam sie auch sein mag, ist stets auch das Gute vorhanden. Es ist nicht nötig zu verzeihen. Es ist nicht einmal nötig zu vergessen. Aber sie müssen nach dem Guten in den Wesen suchen, denen sie begegnen. Denn sonst wird ihr neues Commonwealth nur auf Misstrauen und Hass gebaut sein und schneller wieder zusammenbrechen, als es errichtet wurde.